まさに天地を揺るがす一線は渦巻きナルトの、ようやく木の葉に静寂が戻る。しかし世界は大きく動き、どの里も暁を、そして今や五影が集う階段にて、その対策ナルトはサスケについて許しを請うため、その道中かつて出会ったトビは自らの正体をウチハマララと名乗り、サスケを操る張本人が目の前にいる。キュービー、渦巻きナルト、てめえがサスケを。Mal wieder ein sehr langes Gespräch zwischen den Kollegen. Und ja, das ist der letzte Kampf in der Demo. Also der letzte Kampf, der in der Demo war. Und Kampf gewinnen, Ultimate Jutsu und Erwachenmodus nicht einsetzbar. Und der Kollege ist um 40% stärker. Da wir den aber schon souverän in der Demo platt gemacht haben, würde ich mal sagen, so schwer wird er schon nicht. Aber ich merke, wir haben andere Items. Das finde ich schon mal spontan irgendwie cool. Vielleicht wird der Kampf doch etwas schwieriger als gedacht. Aber schauen wir erstmal, ne? Alter! Kollege! Ich lass mich hier nicht verarschen! Ne? Nur damit du's weißt! Pems! So! Alter! Ey! Das gibt's ja wohl nicht. Haut er mir nochmal so einen riesen Windschurigen rein. Alter! Oh, ich bemerke gerade was. Komm, Kollege, hau mal ab. Ich muss mal mein Chakra aufladen. Ist gerade ganz wichtig. Na, dass das nicht klappt. Ah, verdammt. Verteidigung durchbrochen. Du Arsch. Okay, der Kollege ist doch stärker, als er es damals war in der Demo. Aber ich glaube, das wird trotzdem kein Problem sein, oder? Oh. Alles klar, mal ein bisschen Chakra. Wow, da bin ich aber richtig gut ausgewichen. Bleibst du wohl hier? Gibt's ja wohl nicht. Die Sau verpisst sich immer. So, Pam. Aber nicht mit mir, Kollege. Komm. Wow. Oh, oh, Leute, das wird langsam knapp, aber... Ja. Komm, komm, komm! Alter, ich habe nur noch einen Strich. Eieiei. Entweder haben die ihn irgendwie brutal mega stark gemacht, im Gegensatz zu Demo, oder ich habe jetzt voll gefailt. Aber ich fand, in der Demo war er viel leichter. Da hat er sich kaum bewegt. Ich habe 1% Energie. Oh, die Scheiße. Fail. Fail. Mega Fail. Naja, komm. Aber ich fand, in der Demo war er wirklich leichter. Hm. Hier hat er mehr angegriffen. In der Demo war er mehr so, stand nur doof rum und ist ein bisschen rumgehüpft. Na gut. Na gut. Oder ich habe gerade mal einen schlechten Moment gehabt. Um mal ganz spontan irgendwie mal das Thema wegzuschieben. Naruto no chikara o zonbun ni kakunin shita Madara wa izure Uchiha Sasuke ga sekai ni nikushimi o butsukeru to Naruto no douyou o sasotta ue de sa ima no Sasuke wa mohaya mukashi no Sasuke dewa nai sono kotai wo mitsukeru tame Naruto wa 再び走り出した。第七班としての思い出、つながり、さまざまな思いが繰り返されては、サスケに向け地をかけ森、渦巻きナルトはウチハサスケとの再会を果たした。光を歩む者と
闇を歩む者、その道の行き着く先、その答えを見つけるため、果たして。 Oh Mann. Wird das schon der letzte Kampf in der Naruto-Story sein? Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Kampf gewinnen, Ultimate Jutsu Erwachen-Modus, nicht Einsatz. Toll. Und der Gegner ist 60% stärker und das ist Sasuke und der ist richtig schnell. Okay, Leute, das wird ein harter Kampf. Alles klar, Leute. Das wird bestimmt ein richtig hammerfetter Kampf. So. Das Problem, der Kollege ist ja auch noch um einiges stärker. Aber der Treffer war gut. So, ein Griff und Pam. Oh, das, der Griff sah sogar einen kleinen Tick anders aus. Haha, ein bisschen abgewartet und mit einem Griff gekontert. Nein! Okay, mal schnell eine Nudelsuppe reingezwiebelt. Und weiter geht's. So, nicht mit mir, Kollege. Einmal eine Briefbombe und weiter geht's. Oh, da habe ich irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Ja. Ja, komm. Wow. Ich hätte gedacht, dass der Kollege ausweicht. Ja, ja, ja. Wir haben seine Verteidigung durchbrochen. Ja! Pams! Mann, da hatte ich ein paar Mal richtig gut Glück. Der hatte einfach richtig gut Glück. Boah, Alter. Mann. Puh, aber der hat uns nur mit ein paar Schlägen total viel abgezogen. Das machen schon wieder diese 60% Angriffsstärke plus aus. Aber wir haben den Kampf erfolgreich beendet und ein sehr gutes A erreicht. Ich bin jetzt gespannt, ob noch was kommt oder war das jetzt wirklich das Ende von der Naruto-Story? Ich bin gespannt, wir drücken mal auf Weiter und schauen einfach mal, was so passiert, ne? Und wir haben Naruto Uzumaki, 5. Kage-Gipfel-Dingsbums, freigespielt. Und 10.000 Rio wieder erhalten. Yay! Geil. So, einmal speichern und mal gucken, was passiert. Wieder ein schönes Endvideo? Man weiß es nicht. Gekitou ni maku ga orite mo nao Naruto to Sasuke wa taiji o niyami au ryousha. Da ga Sasuke wo tsure modosu tame jitai wa shusoku he to mukai. Mohaya Sasuke wa yami ni tatsu mono. Sore demo nao Naruto no mokuteki wa kawaru. Kobushi o majie tagai no ishi o fukaku shitta Naruto wa tomoni Sasuke no tame ni tatakau koto o ketsui suru. Kotai o eta Naruto no hyoujou wa yawarakaku. Izure otozureru Taiji no toki ni mukete. Okay. Oya mo kyoudai mo ine teme ni ore no nani ga wakaru? Tani wa tamatte ro. Sasuke. Ore wa. Seizei ore no ashi hippatte kureru na yo. Usura tonkachi. Nanda to kore? ほらよ、足でまといになられちゃこっちが困るからな。なんで俺なんか知るかよ。体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。
Naruto, ich will mit dir kämpfen. Mo, ich will nicht mehr vor meinen Augen sehen, dass ein wichtiger Kollege stirbt. Wichtiger Kollege? Jetzt kämpfe ich mit dir. Warum? Warum bist du so geworden? Du bist ein Freund. お願い、サスケ君を連れ戻して。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。サスケは同じ木の葉隠れの忍びだ。仲間だ。だから命がけで助ける。それがこの波流だ。で、そこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできた繋がりなんだ。サスケ君は望んで我々の元へ来た。私のサスケ君とどっちが強いのかしら。 自分の望み手にサスケの名を口にするんじゃねえ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。サスケとコノハを天秤にかけられる。人は決して理解し合うことができない生き物。本当の平和などありはしないのだ。本物の復讐者だ。そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。 Naruto! Sasuke! Kono shinobi no iyo ni wa nikushimi ga habikotte iru. Dono shinobi mo nikushimi to tatakatte iru. Daga! Itsuka wa 俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで俺はずっとお前が掴み返すまで、この手を伸ばし続けてやる。そしてまたみんなで一緒に。 一条の光、かつての日々を取り戻すため、かつての続きを歩むため、意志を固め、可能性を信じ、強き瞳を抱いて、少年は再び前へ、望む未来がために。 そこには絆があった。そこには友があった。 Ja, war's das jetzt? Anscheinend war's das. Okay, gut. Wir haben natürlich wieder eine Ninja-Karte erhalten, einen Titel, noch einen zweiten Titel und natürlich das nette Video, was wir gerade gesehen haben. Und wir haben die Geschichte von Jiraiya freigespielt. Sehr geil, das werden wir natürlich später auch noch machen. Alles klar, alles klar. Gut, 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 gut. Und wir haben natürlich die Geschichte von Naruto Uzumaki abgeschlossen. Yay! Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir noch ein bisschen mehr sehen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht gibt es nochmal irgendwie nochmal eine andere Story mit Naruto, die wir irgendwie erst freischalten, wenn wir alle andere machen. Weil ich glaube, gesehen zu haben, dass es noch ein anderes Video gibt, wo Naruto gegen Sasuke kämpft. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war es auch nur Fake oder vielleicht kommt das noch irgendwie in der Sasuke-Story vor. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben die Naruto-Story durchgeknackt.
Und ja, ich glaube, wir sind wieder bei so knapp einer Stunde oder so, ne? Ich habe jetzt nicht so genau auf die Uhr geschaut, aber so ungefähr. Wir werden natürlich dann im nächsten Kapitel uns mit der Sasuke-Story loslegen. Mal gucken, was der gute Herr alles erlebt hat. Da werden natürlich viele, viele geile Kämpfe folgen. Der Kampf gegen Itachi und gegen Killer Bee und noch ganz vielen anderen. Da könnt ihr euch schon mal ich kann schon gar nicht mehr reden. Darauf könnt ihr euch jedenfalls sehr freuen. Das gibt es morgen. Morgen geht es natürlich weiter. Und bis dahin sage ich Tschüssikowski. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.